Ein recht herzliches Willkommen wieder bei 2for UFM mit heute neuen Let's Play World War Z. Ich freue mich auf euch. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich wieder mal ist Bada Bing Bada Boom dabei, genau. Ich drehe durch. Und ich sag gleich mal, bereit. Zwei wunderschöne Frauen spielen wir, jawohl. Drücke bereit, um privates Spiel zu starten. Okay, jetzt dauert es wahrscheinlich ein bisschen, bis es lädt. Genau. Dabei trinke ich nochmal ein Zielwasser, ne, hier. Bei mir sagt er, starte Spiel, aber er lädt immer noch. Ah ja, jetzt. Ja, jetzt schaut's gut aus, jetzt schaut's gut aus. Ja, 20 Minuten lang Ladescreen. Freut euch drauf, es wird wundervoll. So. Ihr erratet niemals, der wievielte Versuch das mittlerweile ist. Was haben wir für ein Jahr? 2022? Erreiche die U-Bahn. Ja, aber wir sind noch bloß zu zweit. New York. So. Mit dem Spiel sind wir zu viert, aber wir haben zwei Bots dabei. Oh. Zwei überaus hilfreiche Bots. God damn it, Bunko, I will leave your ass here. Nobody is leaving anybody. They're gonna steamroll the army and then they'll be back. This is our only chance to get out. Not going into the subway. You've heard the stories. We will starve here. The subway is our only chance. We take it to Inwood, get to the evac center, and get the fuck out of New York. Or we die here. I don't like him, but he's right. So, da sind wir wieder. Find dir einen Weg nach unten durch das Gebäude. Ja, ich würde sagen, wir sprengen gleich ein richtig großes Loch und dann... Einmal eine Atombombe ins Zentrum von New York. Das Witzige ist, wenn wir hier quasi die erste Waffe auswählen, ich weiß nicht, ob du auch eine dabei hast. Also, ja, ich hoffe doch, ich hab ja eine in der Hand. Ja. Also, du hast ja eher so dickes Gewehr. Ah, okay. Weil die Zombies, die reagieren tatsächlich weniger aggressiv, wenn man sie mit Schalldämpfern blättet. Ist wurscht, ich metzel eh alle nieder. Kann man sich da mal wieder was raussuchen? Ach, übrigens gleich nochmal an alle, die es sehen werden, das Video. Bleibt gesund. Und wenn ihr gesund seid, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier einzuschalten. Wir freuen uns immer, wenn einer das Video liked oder auch uns abonniert. Also ich freue mich auf euch. Viel Spaß beim Zuschauen und genießt die Show. Glocke aktivieren nicht vergessen. Bim, bim. Damit es bei euch immer schön Palim, Palim macht. Und dann wisst ihr... Palim, Palim. Mensch, die geilen 2for You, die haben wieder ein neues Video rausgehauen. Saugeil, muss ich gleich mal gucken, ne? So, die haben sogar eine Flasche Pommes. Genug der Werbung, jetzt ab ins Spiel. Dann trete ich mal hier die Tür ein. Hau mal drauf, die. Na, langweilig, die tut ja bloß die Bretter weg. Ah, doch. Ja. Oh, du schaust ja schon lecker aus hier. Lecker Schmecker. Stay sharp, we got a creeper. So, jetzt warte mal, jetzt muss ich nur ganz kurz hier dich ein bisschen lauter machen. Ich glaube, du bist zu leise in der Aufnahme, dass man dich nicht. Jetzt. Zu leise! Gibt's nicht, zu leise. Turn it up, turn it up! So. Dan, you hear me? Hey, what's up? I don't see you guys on the roof. Hier drin sind ja schon Follower von uns, Fans und. oh, holla. Hätte ich gar nicht wahrgenommen. Okay. Ah ja, hat er sich schon drum gekümmert. Oder dann öffnen wir die Schoße mal, ne, und schauen nochmal rein. Ach okay, ja, hier liegt eine weitere Waffe. Waffe, Waffe. Eine Schrotflinte, falls du ich nehme halt Schrot mal brauchst. Ach nee, warte mal, dann. Ja, nee, das ist. Ja, du kannst doch eine begrenzte Anzahl an Waffen mit dir herumtragen. Das ist ja scheiße, aber wenn ich jetzt die Waffe wechsle, dann nehme ich die. Na, ich behalte es. Nee. Nein. Ich behalte es. Gut. Dann war hier, glaube ich, nicht wirklich viel. Ich höre hier schon irgendjemand wieder rum schlurfen. Hier ist ein Loch.
Blut mit Loch, verdächtig. Ein Loch aber ist da, um zu stopfen, ne? Also. Ein Loch ist im Eimer. So. Ja gut. Es scheint hier hinten dann irgendwie weiter zu gehen. Ah, huch. Ah, sehr gut. Lass mal die Beine schießen, ne, hier, dass er nicht mal laufen kann. Und da hockt gibt's noch einer. Gibt's da keinen Finish hin? Ne? Zack, Headshot. Und der da, der hockt, der klopft mit seinem Kopf gegen die Wand. Huch. Da hat er mich gesehen. Da war's wieder, dieses Schweinequieken. Immer wenn die Zombies dann... So, das ist eine Tür, die man nicht öffnen kann. Schade. Okay. Das ist eine Zugetür. Nachladen muss ich. Oh, hier mit genau, was ist denn? Genau, was ist? Hier stehen. Ach, jetzt machst du schon wild. Ja, also ich meine, das sind ja auch ein paar, ne? Ich meine. Das waren ein paar. So, warte mal. So, dale. Und man muss ja immer schön Ausschau halten, immer hier. Wo ist denn Nachladen? Da. Genau, genau, ja, bringt natürlich nichts mit leerer Waffe auf einen Zombie drauf zu halten. Oh, ein Kopierer. Hast du was zum Kopieren? Soll ich mal draufsetzen? Geld, du drückst auf Kopieren oder so? Also hier lecker, hier ja, Arschfoto und so, weißt du? Hier Büroscherz und so. Ja. Was stehen die zwei eigentlich so doof? Ach, die folgen nur dir oder was? Ach, weil du der Gruppenführer bist oder was? Ach so, ah. Ja, ich habe meine Gefolgschaft. Gruppenführer, badabing. Ja. Genau, wenn so etwas passiert, dann können dir nur andere helfen. Also wenn dich irgendjemand anfällt, muss man Bescheid sagen und dann echt helfen. Bescheid. Weil du selbst fixen nicht weg. Ich hab's gerade gemerkt. Hast du jetzt Pippi in der Hose oder was? Ja, irgendwie war es schon ein kleiner Schockmoment, ne? Also. Leider, die schaut auch lebendig aus. Zack. Aber doppelläufige Schrotflinte, ja gut. Nehmen wir mal mit. I'll take what I can get. Aber besser als liegen lassen, ne? Oh, da ist auch noch einer. Ach, ich muss aufpassen, dass ich nicht in eurer Schusslinie laufe, weil wir haben ja... Genau, es ist Friendly Fire an, das heißt also, wir verletzen uns auch gegenseitig. Ne? Mhm. Ja, ist ja scheiße. Ist ja wie im echten Leben. Ich spiele doch nicht hier... Ja, ich dachte, ich hätte unendlich Leben. Was ist das denn? Aber echt? Oh, jetzt kommt aber ran hier, wa? Jetzt ist hier aber Kohlen offen. Ah, das war schwierig, jetzt zwischen den einzelnen Teamkameraden jemanden mit einer Schrotflinte. Ja, okay, da ist natürlich Schrotflinte denkbar ungünstig. Warte mal, ich muss den mal kurz heilen hier. Thanks. Okay. Kohle raus hier. Ich habe jetzt auch mal auf die Uzi gewechselt und bin nicht mehr auf Silence, weil ich glaube, hier sind... Finde einen Weg nach unten durch das Gebäude. Okay. Wir lassen uns Zeit. Wir sind hier nicht in der Hektik. Zeit lassen ist wenn du hier mal um die Ecke kommst, dann ist mit Zeit lassen, aber... Nachladen. Oh, leck. Granate. Das ist Zeit lassen, aber sehr optimistisch aus. Oh, ich bin. Ja. Okay. Wo bist du? Ach, die sind dicker dabei. Oh. Ach, F ist übrigens auch noch Nahkampf, ja? Oh, ich bin schon wieder. Wow, das ist bei, okay. Und hier ich glaube, die Schrotflinte so ist keine gute Idee. Das muss immer sehr schnell platt machen. Die Weil Typen, die so rumschreien. Genau. Okay, der lockt da neue an, oder? Bist du wie bei Left 4 Dead. Das war jetzt hier aber schon mal wieder knackig, ey. Eine Schrotflinte hilft gegen so einzelne kleine Gruppen, aber bei einer Massen ist es schwierig. Ja. Oh, von hinten kommen wieder neue. Oh, sogar relativ viele neue. Ja, was halt mal schön wäre, wenn hier mal Basler auch... Munition? Ja, Munition, ja.
Ja, da wäre ich auch nicht abgeneigt. Ich weiß nicht, wie lange es noch hält, aber wo steht denn das eigentlich? Also rechts in deinem Feld. Ne? Genau. Ich habe, glaube ich, noch insgesamt 25 Schuss. Gut. Hier, hier gibt es Granaten. Hier kann man Granaten nachladen. Ach, das ist schön, dass man dich so als, als Umriss sieht, ja. Wo denn? Ach so, okay, das war nur ein... ich dachte eigentlich, du könntest es auch. Es war nur ein Rucksack. Okay. Und manchmal sind, also manche Rucksäcke kann man mehrmals looten, sage ich jetzt einfach mal. Und manche sind für einmal looten bestimmt. Okay. Das dachte ich eigentlich, der wäre für mehrmals. Aber ja, es waren aber auch nur Granaten. Und keine. Ist ja nicht schlimm. Jetzt wird es aber echt knackig, weil, wie gesagt, ich habe nur noch irgendwie sowas um die 20 Schuss. Ja gut, nichts. Ich lasse mir ein bisschen Zeit. Ich will jetzt doch das Spiel nicht durchhetzen, wenn es nicht sein muss. Weil das mag ich immer gar nicht, wenn man das Spiel so gar nicht, sag ich mal, honoriert in seiner dargestellten Kraft. Voll Pracht. Aber hier ist überall nichts zu finden. Ne? Oder kann man die Kisten kaputt machen? Nicht, ne? Nee. Ist keine zerstörbare Umgebung. Okay. Okay, also da vorne wird er Aufzug. Ach, hier liegt ja schon wieder was. Ja, hier liegt was. Oh, hier liegt auch was. Kiste öffnen. Eine weitere Schrotflinte und eine Maschinenpistole. Sekundär. Ah, das mir das. Ja, Munition. Oh, sehr geil, Munition. Das ist... Ui, erstmal nachladen, mal neu aufnehmen hier. So. Health Pack haben wir auch. Sehr schön, was haben wir da? Kompakt MP. Alles geil. Ausschuss erreicht. Okay. Mal ganz kurz schauen. Ja, muss ich gleich auch mal machen. Habe ich denn eigentlich, was für Waffenslots habe ich denn hier? 1 und 2, gibt es auch noch 3, welches hier die Schrotflinte nehme? Das muss, glaube ich, erst freischalten. Ah, okay, ja, für die Schrotflinte lege ich meine Kompakt-MP hin, aber die Kompakt-MP behalte ich lieber. Ja, ich habe jetzt auch so. Jetzt können wir uns mal, kurz anschauen. Wir haben hier noch ein Healthpack liegen. Ne? Das kann ich nicht mehr nehmen, das kann jemand anders nehmen. Okay, ich habe auch mein Healthpack, aber die beiden Bots, die wir bei uns haben, die können das nicht. Also würde ich sagen, entweder heilst du dich auf 100% hoch und nimmst das weitere Healthpack oder wir heilen Taschhuhn hoch. Den habe ich schon und hab's genommen. Alles schon erledigt. Okay. So. Oh, da kommt wieder einer. Okay, dann sollten wir, glaube ich, mal bald in den Aufzug einsteigen, weil hier wird es nicht ruhiger werden. Jawohl, dann steigen wir mal ein. Dann rufe ich mal den Aufzug. Versuche ich mal hier rechts Stellung zu beziehen. Aber es gefällt mir, das Spiel. Es ist sehr schön gemacht, ja. Oh! Oh, schon super. Komm, lang ab. Ja, sehr gut. Achtung von hinten. Gleich nochmal Munition auffüllen, wenn wir schon hier sind. Genau, ja. Ja, wo sind alle herkommen? Der Stock müsste doch schon längst gesäubert sein, echt wahr. Gut, nochmal Munition und dann rein in den Aufzug. Dass wir uns hier nicht länger als wir müssen aufhalten. Und jetzt trinke ich auch Zielwasser. Dan, sehr schön. Du da? Always. We're headed down. Had a food. Gotta go now. You coming? Over. Look, I got food and booze for a month. Your heads will be here by then. I'm gonna wait it out. But I'll keep an eye out for you. Ah, ich würde fast sagen, das ist die Szene aus dem Benchmark, oder? Ja. Das klingt echt gesund. Oh, lecker. Das klingt so laut. So laut klingt es. Boah, schaut euch das an, Leute. Schaut euch das an. Das ist doch abartig. Ja gut, bei 8 Milliarden Menschen kommt schon einiges zusammen, ja. Die wollen alle unser Auto haben. Aber ich habe leider keine 8 Milliarden Schuss dabei. Oder 7.999.999.999. Okay, hier haben wir ein Kampfgewehr, das nenne ich mal. Ja, das klingt ist auch nicht schlecht. Besser als meine Uzi. Kampfschrotflinte, klassisches Kampfgewehr. Ja, okay. Boah, ich ahne Böses. Wieso habe ich denn jetzt eigentlich... Nee, ja, man kann nicht zwei solche Gewehre nehmen, das geht nicht. Schade, na gut. Es gibt manche Waffen, die kannst du dir nochmal zusätzlich auf den Rücken schnallen. Die halten dann, also für die bekommst du auch keine Munition, und die halten dann nur eine gewisse Zeit lang. Und die gibt's auch noch.
Das habe ich schon in meiner Test-Session rausgefunden. Okay. Das ist dann irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel ein ultra schweres MG oder sowas. Hat 200 Schuss, damit latzt er rein. Wenn es leer ist, ist es leer und kann es wegwerfen. Und wird automatisch weggeworfen. So, dann schauen wir hier mal eben rein. Das ist schon ein Geräusch, was... Ah, ja. Hier liegt zum Beispiel eins. Maschinengewehr was? Schwer. Willst du es nehmen oder soll ich es nehmen? Nimmst du. Okay, dann siehst du, ich habe das jetzt fett auf dem Rücken. Ne? Und wenn es leer ist, dann ist es leer. Dann ist vorbei. Okay. Hier liegt noch ein Sturmgewehr. Ja, ich schau mal gerade, ob das... Ja, das gefällt mir fast besser, weil es Scharfschützen, das haut zwar gut rein, aber du kannst nicht so gut zielen. Mit dem anderen kann ich besser zielen, ja. Ja, vor allem bei der Menge ist Scharfschützengewehr fast schlecht. Ja, hab's mir auch gerade überlegt. Okay, dann wo haben wir denn unser nächstes Ziel hier erreichen? Da hinten. Ja, die Rolltreppe funktioniert ja gar nicht. Ah, hier ist noch ein, ich glaube, das könnte ich glaube ich auch nehmen, ne? Genau. Automatische Schrotflinte schwer, die müsste doch auch noch im Rücken schnallen, jawohl. Ja. Ja, das glaube ich, ja, die ist besser wie diese einzelne Puff-Daddy oder da, diese... Puff! Puff the Magic Dragon. Okay, wir könnten jetzt hier, halt dich mal voll und dann nimm mal das letzte Hilfswerk, was da liegt. Das hier nicht, ne? Okay, erledigt. Gruppenführer erledigt. So. Also rechts runter stehen zwei, links runter geht's anscheinend nicht. Also aber da liegt noch mal ein schweres Maschinengewehr. Das kann man glaube ich auch liegen lassen, weil wenn das andere, wenn du das eh wegwirfst, wenn du es schon, dann stimmt, musst du halt nochmal neu aufsammeln. Dass wir dann hier hoch müssen, okay, also. Das können wir uns echt merken. Was ist hier? Kommt es dann wieder? Ihr ladet schon wieder hoch, ne? Ja, ja. Ja. Aber wir wissen, wir müssen ja glaube ich schon nach unten, ne? Weil ja, ja, ich wollte nur mal kurz schauen, ob hier irgendwie interessant ist oder so. Ach, da kommt schon. Oh, ja, ein Schuss passt. Ah, too loud, too loud. Wir müssen aber glaube ich noch eins runter. Oh, sie kommen. Dann Treppe hoch, Treppe hoch, dann schützt die Treppe, das ist einfacher. Ja. Wir können ja nur die Treppe hoch. Weil da bist du ja viel sicherer auf der Treppe. Weil da lenkst du nämlich schön in den Kanal rein und dann... Ja. Oh, das ist dicker. Ja, dicker war... Platt, jawohl. Okay, meins ist gleich leer. Okay, meins ist leer. Ah, ich renne zu der Waffe hin. Nee. Ab die Waffe und renne wieder hoch. Okay. Okay. Schade, dass ich nicht die Rolltreppe wechseln kann. Oh, Achtung, der schießt ja. Der schießt hier so eine grüne Kacke. Obacht nicht nach rechts gehen, hier schieße ich quasi an dir vorbei. Ja, ja. Okay. Hey. Ah, nächster Schwung. Macht schon irgendwo Spaß, auch wenn es brutal ist, aber. Screamer! Take him out! Hier ist ein Screamer irgendwo. Oh, ein Dicker kommt. Achtung, der Dicke. Ja.
Hab ihn dicken. Den Screamer müssen wir platt machen. Ich versuche auf den Screamer hinzukommen. Ich bräuchte mal Munition. Ach, den Screamer platt. Okay, da werfe ich mal eine Granate hin. Oh, der scheiß Screamer. Wer hat mich jetzt mit so einem Zeug... Naja, ich weiß, so ein grüner Freak da, der wo ist Kacke der? Macht. Der ist tot. Wenn er stirbt, macht er diese grüne Kacke. Hässlich. Oh mein Gott. ich glaube, wir heftig. Haben... Heftig. Puh. Ja, aber es war eine ganz gute Stelle hier oben. Also... Ja, das stimmt. War okay. Erstmal Munition wieder auffüllen hier. Wahnsinn. Aber macht Spaß. Ich hoffe, ihr habt genauso Spaß. Sehr gut. Dann nehmen wir das mal mit. Hey, wo bist du? Ich bin einfach mal hier oben und guck mich gerade mal um. Ob hier irgendwas rumliegt. Naja, halt, wo wir gerade waren. Ach, da hinten. Ah, jetzt. Ja. Okay. Gut, da hinten zum Hin. Okay. War anscheinend nicht so weit. Nichts mehr, nee. Automatische Schrotflinte, die klingt eigentlich auch gut. Nehmen wir die mal. Okay, dann werden wir wohl hier in den Aufzug müssen, wa? Ja, stimmt. Da hinten bist du. Jetzt folgen sie aber nicht mehr dir, ne? Stimmt, jetzt haben sie ihren eigenen Willen. Das geht ja gar nicht. So. Ah, Hilfe! Oh. Direkt reingespult. Ich hab gedacht, der Aufzug ist da. Heroisch. Oh, hier neue Ausrüstung. Fahre ins Erdgeschoss. Okay, Angel müssten wir mal heilen. Wo ist Angel? Ich heile mal den anderen auch. Okay. Danach komm mal runter, damit die dir auch mal folgen, dass die hier runterkommen. Weil Angel steht irgendwie immer noch oben. Jetzt jawohl. Komm, Angel, komm. Okay. Angel of Berlin. So. Genau. Jetzt halte ich mich auch nochmal und nehme dann auch noch das andere Heals Pack. Also ich bräuchte auch noch eins. Ja, dann nimmst du. Okay. Nimm's einfach. Okay. Okay, also wenn ich zu der Waffe hingehe, hat sie ja zwei Striche. Das heißt, ich müsste Level 2 sein, um die Waffe zu nehmen. Oder bin ich schon Level 2? Wo sieht man das eigentlich? Ich weiß nicht, was diese Striche bedeuten sollen. Aber du kannst sie auf jeden Fall nehmen. Du tauschst halt immer wieder aus. Ne? Also, weil du halt begrenzt von deinen Tragekapazitäten bist. Aber was jetzt die beiden Striche bedeuten sollen, keine Ahnung. Schadendienst macht oder was weiß ich was. Hier gibt's Granaten. Ah, da habe ich noch gar keine verwendet. Habe ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich die ja auch habe. So. Also, die Dinger muss man nehmen, weil die kann man ja, glaube ich, dann irgendwo aufstellen. Stacheldraht, Verteidigungsrasen. Genau, ja. Die sind immer stationär. Also es wird dann auf dem Bildschirm angezeigt, wo man sowas mal hinstellen kann. Panzerfaust, ja, leckfett. Was ist das? Flammenwerfer. Oh. Also ich glaube, die Striche ist wirklich der Schaden. Weil die hier Panzerfaust und Flammenwerfer, die haben alle 5, oder was sind das? 6 Striche? Nee, 5 Striche. Ja. Ich denke mal, das gibt den Schaden wieder, den sie machen. Okay. Aber ich bin noch ausgerüstet. Es ist jetzt noch unsinnig. Wir merken uns, dass sie hier oben liegen. Das ist das Einzige, was wir machen können. Wir merken es uns vor allem die Zuschauer, wie es im nächsten Folge weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, ein Like oder abonniert uns. Wäre wirklich saugeil. Ich wiederhole mich nur noch mal. Tut mir leid, aber muss halt sein. Und somit und ich kann nur sagen, tut das, was der Marc sagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ade.